X-Faktor, das Unfassbare. Wir leben in einer Welt, in der wir leben. Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Dazu müssen Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden. X-Faktor, das Unfassbare. Präsentiert von Jonathan Frakes. Skirix, Skirix, Jonathan Frakes. Um die Wahrheit herauszufinden, muss man die Wahrheit herausfinden. So, Douglas Hibbert fühlt sich erschöpft. Er ist irgendwie angeschlagen. Er brütet anscheinend ein befruchtetes Tintenfischei aus. Vielleicht ist es Marcel Davies. Hallo? Vielleicht ist es der Drachenlord. Mittelleute. Vielleicht Hühnersuppe. Oder etwas gänzlich Fassbares. Gute Arbeit, Doug. Ja, danke. Also dann, alles wir Gute. Sehen uns in Sacramento. Ja, danke. Und herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag. Ja, danke. Ja, danke. Oh. Hallo? Hallo, Carol. Hey, schön, dass du anrufst. Ich hab einen Schnee in der... Oh, Doug, ich wünschte, du wärst schon hier bei uns. Ja, ich werde versuchen, ein bisschen zu weg sein. Oh, ja. Oh. Wie ist es gelaufen? Mir tut alles weh. Ich liebe dich. Ja, danke. Was ist hier wirklich passiert? Wie konnte Douglas Hibbert wichsen, wenn er doch schon tot war? Beruht die Geschichte auf einer wahren Begebenheit? Oder ist hier nur Scheiße drin? Dies ist das Innenleben eines gewöhnlichen Jonathan Frakes. Richard ist eine Frau. Zum Geburtstag schenkt ihr Ehemann ihr eine E-Mail. Ich wusste, das würde ihn nicht glücklich machen. Ich erlaub's ja nicht, ein neuer Computer. Oh, nicht ganz, er ist gebraucht. Ist doch okay, oder? Nein. Obwohl der Computer gebraucht war, war er gebraucht. Richard? Das Karl wird langsam essen. Ich kann nicht glauben, wie schnell dieses Ding ist. Wow! Haut der rein! Eine E-Mail. Warum kriege ich eine E-Mail? Der muss irgendwie kaputt sein. Nachdem ich den Vorfall gemeldet hatte, wurde nirgendwo ein Computer gefunden. Aber eine Frage ist immer noch offen. Gibt es Silent Hill wirklich? Lassen Sie uns überprüfen, welche der fünf Geschichten des heutigen Abends der Wahrheit entsprechen und welche der Wahrheit entsprechen. Oh ja. Diese Geschichte ist so seltsam, dass sie wahr sein muss? Falsch. Wir haben herausgefunden, dass sich ein ähnliches Ereignis in Virginia zugetragen hat. Ja, danke. Eine E-Mail. Warum kriege ich eine E-Mail? Das muss doch erfunden sein, oder? Kann nicht möglich sein. Frei erfunden. Ich bin Jonathan Frakes.